Man sieht es ihnen nicht an, aber viele hier sind einem Albtraum entronnen. Der Großteil der Gläubigen in dieser Gemeinde bei Seoul stammt ursprünglich aus Nordkorea. Überläufer nennt man sie dort. Sie haben ihr Leben riskiert, um vor Unterdrückung und Elend zu fliehen. Pfarrer Chan Ki-won, ein ehemaliger Geschäftsmann, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Nordkoreanern bei der Flucht zu helfen. Außerdem hilft seine Organisation Nordkoreanern, sich in ihrer neuen Heimat einzuleben. Viele der Gemeindemitglieder sind noch nicht volljährig. So wie Cho Won-yuk. Chos Flucht ist Jahre her, aber der 13-Jährige erinnert sich noch genau an diese Nacht. Mein Vater hat gesagt, ich solle mitkommen, also bin ich ihm einfach gefolgt. Wir sind über die Berge geflohen, es hat geregnet, sodass der Boden ganz nass war. Mit jedem Schritt bin ich tiefer im Matsch versunken. Wir sind in Boote gestiegen, um den Fluss zu überqueren, und dann waren wir eingesperrt, wie in einem Gefängnis. Alles im Süden war neu für ihn und ganz anders, als er es erwartet hatte. Als wir angekommen sind, war alles erstmal unglaublich toll. Wir zogen in ein Apartment. Ich wusste gar nicht, was das war, ein Apartment. Und das Essen schmeckte komisch. Ich hatte vorher von Südkorea gehört, in nordkoreanischen Büchern. Der Süden ist arm, stand da, deshalb geben wir ihnen Reis, um zu überleben. Viele nordkoreanische Flüchtlinge, die es nach Südkorea schaffen, finden sich hier in einer komplett anderen Welt wieder. Und deswegen sind Initiativen wie diese so wichtig. Denn nach der gefährlichen Flucht stehen viele Nordkoreaner hier vor einer ganz anderen, aber nicht minder schweren Herausforderung, nämlich sich in die südkoreanische Gesellschaft zu integrieren. Pfarrer Chan Ki-won weiß, wie schwierig es ist, für viele Nordkoreaner im Süden Fuß zu fassen. In Nordkorea überwachen sich die Menschen gegenseitig. Weil sie so daran gewöhnt sind, fällt es ihnen schwer, Beziehungen aufzubauen. Sie trauen den Südkoreanern nicht. Selbst in der Kirche trauen sie anderen Menschen nicht. Das ist sehr schwierig. Es ist schwer für Nordkoreaner, Vertrauen aufzubauen. Und deshalb scheitern viele neue Freundschaften mit Südkoreanern. In der Gemeinde von Pfarrer Chan können sich Nord- und Südkoreaner kennenlernen. Der beste Weg, Vorurteile, die von der Politik beider Länder geschürt werden, zu überwinden. Schon in der Grundschule wurde uns beigebracht, dass Nordkoreaner böse sind. Und wenn wir eine verdächtige Person aus Nordkorea sehen, sollten wir das der Polizei melden. So sind wir aufgewachsen, sodass wir Nordkoreaner gar nicht richtig als Menschen gesehen haben. Die Zeiten haben sich geändert, zumindest im Süden. Und Cho Won-yuk fühlt sich wohl hier. Aber manchmal vermisst er seine Heimat. Ich vermisse meine Großmutter. Sie hat sich um alle in unserem Ort gekümmert. Sie war immer für mich da und sie hat mich geliebt. Cho und viele andere Flüchtlinge hoffen, dass sie eines Tages in den Norden zurückkehren und ihre Familien wiedersehen können.